Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ja, kurz vor, ich sag jetzt einfach mal, Cesar ist tot, denn der steht definitiv kurz bevor, sobald wir ihn eingeholt haben. Da bin ich mir aber hundertprozentig sicher. Da schreien sie schon alle. So, da bin ich. Aber die interessiert es gar nicht. So, komm mal hier. Oh, er hat mich abgeblockt, die Nudde. Komm her, hallo. Ich möchte gerne mitkämpfen. Muss ich überhaupt mitkämpfen? Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach mal. So, komm mal her. Jetzt aber. Nö, 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 nö. So nicht, mein Freund. So nicht. Okay. Hallo, du sollst... So, geht doch. Meine Güte. So, ihn noch. Und dann wollen wir uns doch mal in Richtung Cesare begeben, der hier auf der Brücke, glaube ich, sein müsste. Und Cesare, da ist er auch. Mauern umgeben euch. Es gibt keinen drinnen. Dann komm, Ezio! Na dann, bin ich schon im Kampfmodus? Ey, du Arschkrebs. Was soll denn das? Was ihr auch tut, ich werde siegen. Naja, komm her. Alter. Ich sterbe nicht. Fortuna wird mich nicht verlassen. Ich werde mal mein Schwert zücken. Und deine komischen Gefolgsleute hier, ne, mal kräftig in den Arsch treten. Naja, so sieht es auch schon aus wie der beste Krieger aller Zeiten. Meine Mutter ist vielleicht der beste Krieger. Aber du nicht. Mhm, ich sehe schon. Und töte er ist aber gut, ey. Der kann ausweichen und alles. Das ist schon eine kleine Nervensäge. Muss man mal so sagen. Weil ich kann nicht sehr viel gegen ihn machen, ey. Das ist natürlich schon mal ein bisschen nervig bei so einem Kämpfen, aber gut. Komm her. Oh, Arsch. Okay, er hat schon mal ein Pinchen verloren. Das ist schon mal super. Wir müssen auch mal ein bisschen weiter von der Wand hier weg. Das, ne, Alter, du bist voll der... Ne? Punkt, Punkt, Punkt. Hör auf mich zu schießen. Das ist unfair. Wir sind hier in einem heftigen Kampf und du schießt einfach. Soll ich das mal machen? Wenn du das möchtest, weißt du? Okay, ganz ehrlich. Was du kannst, kann ich auch... Willst du mich verarschen? Das hat nichts gebracht. Hier, zweimal schießen. Das Ding ist geritzt. Komm her. Alter, hör auf zu schießen, ohne Scheiß. Hier, ich kann auch schießen. So ist das nämlich nicht. Ich bin durchaus in der Lage, auch auf dich zu schießen, du kleiner Pisser. Dann werde ich erstmal deine komischen Wachen, die du hier wieder geholt hast, eliminieren, weil das ist ja wohl ein Witz. So, du musst auch mal eben sterben. Ich merke schon, du willst auf mich schießen, kann das sein? Hier, ich schieß vor dir. Komm schon. Der nächste Teil der Rüstung. Du hast irgendwie immer weniger Rüstung, kann es sein, mein Freund? Nicht, dass du gleich zu Mami rennst. Mann, der haut mir immer noch auf die Fresse, ey. Das ist voll krass, der Typ. So, weg. Ja, du kannst so viele holen, wie du willst. Ist mir eigentlich relativ egal. Ich bring alle um. Jeder deiner komischen Gefährten. So, hier noch ein Schuss. For you, my friend. Dann bring ich mal die hier noch um, den und den auch hier. Und jetzt kommst du. Komm her. Greif an. Ohne Schießen. Du Arsch. Ich habe ohne Schießen gesagt. Verdammt. Alter, habe ich aber Glück gehabt, dass ich mich da gleichzeitig weggedreht habe. Also das Schnetzeln macht gerade eigentlich ein bisschen Spaß. Muss man mal so sagen. Oh, ich habe keinen Schuss mehr übrig. Verdammt. Was kann ich denn hier noch so machen? Ich kann eigentlich nicht mehr viel machen. Ich habe nämlich kaum noch Munition. Ich habe noch Wurfmesser, glaube ich. Warte mal. Hier. Ich gehe mal ein bisschen weiter von dir weg. Ah ja, nimm mal deine komische Waffe da. So. Jetzt nochmal hier den. Komm schon. Ah, das war fast die Kehle. Aber jetzt hast du nichts mehr drauf, glaube ich. Ich brauche mal hier mein Schwert oder so. Oh, er ist immer ausgewichen. Er ist noch flink unterwegs, der Bursche. Verdammt.
Verdammt, verdammt, Ezio, das war blöd von dir. Du bist schuld. Da bin ich definitiv der Meinung. Nur noch ein bisschen Heilmittel nehmen. Ich kann nämlich auch unverkämpfen. Ich heile mich einfach weiter. Okay, komm. Nee. Das will ich nicht. Okay, was kann ich denn noch machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mehr so viele Optionen. Ich habe nur noch die Wurfmesser eigentlich. Gegen dich. Die werde ich auch direkt mal einsetzen. Ich habe doch... Achso, scheiße. Ich sollte vielleicht eher das hier nehmen. Kann ich mich nämlich auch ein bisschen verteidigen gegen die Spacken hier. Ey, hör auf zu schießen. Ja. Ich habe das gemerkt. So, du tot. Du tot. Und du tot. Weg. Ich will ihn gar nicht angreifen. Ich will eigentlich nur das hier machen. Alter, Ezio, du sollst ihn nicht angreifen. Du sollst deine Messerchen auf ihn werfen. Aber irgendwie kommt er mir auch immer hinterher jetzt, wa? Oh, verdammt. Da kommt mir die ganze Zeit hinterher, der kleine Pisser. Ich kann gar nichts mehr anderes gegen ihn machen, außer gegen ihn zu kämpfen, richtig? So. So, dich töten und dich töten. Und jetzt gehen wir ein bisschen von ihm weg. Ey, der kommt mir immer hinterher, der Arsch. Das nervt irgendwie ein bisschen. So, Alter, hör mal auf damit. Was soll das denn? Das finde ich nicht so cool von dir. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Komm schon. Ich habe nichts mehr zum Werfen. Verdammt. War natürlich ein bisschen blöd. Ich habe meine Wurfmesser, aber er kommt mir immer hinterher, der Pisser. So komme ich gar nicht genug außer Reichweite, um ihn zu treffen. War natürlich schon ein bisschen ungünstig. Ich muss, glaube ich, mal kurz weglaufen vor ihm. Jetzt werde ich dich mal wieder ein bisschen... Mann, ey, der Ezio. Geh mal weg. So. Markier ihn doch mal jetzt, Alter. Du bist eine kleine verkackte Nervensäge. So. Warum greifst du ihn an? Ohne Scheiß. Du hast doch deine verkackten Wurfmesser am Start. Du musst halt gleich anders machen. So, warte mal. Ich nehme jetzt nur noch die Wurfmesser. Dann werfe ich einfach mal hier so. So, geht doch. Und das war's. Der Thron gehörte mir. Etwas zu wollen. Gibt euch lange nicht das Recht. Was wisst ihr schon? Dass ein wahrer Herrscher das Volk stärkt, das er beherrscht. Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. Ihr tötet mich nicht. Kein Mensch kann mich töten! Dann lasse ich das Schicksal entscheiden. Die Schwerkraft wird dich töten. Rodrigo. Ah ne, Quatsch. Cesare natürlich. Der Thron gehörte mir. Was wisst ihr schon? Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Ihr tötet mich nicht. Kein Mensch kann mich töten! Okay, da war nochmal der Apfel. Ah, wird wieder im... unter dem Vatikan eingesperrt. Ich verstehe. Alles klar. Und damit weiß Desmond ganz genau, wo der Apfel zu finden ist. Requiescat in pace. Ruhe in Frieden heißt das, glaube ich. Wir haben es. Das Kolosseum. Gehen wir. Es ist nicht allzu weit. Bart, da war was mit dieser Tür. Ich habe keinen Griff gesehen. Lasst mich das checken. Super. Dann brauchen wir also eine Art futuristischen Schlüssel. Das ist ein verbal ausgelöster Mechanismus. Sowas habe ich noch nie gesehen.
Also brauchen wir ein Passwort? Summe mal Beethovens Fünfte. Scheiß italienisches Stromnetz. Ezios Erinnerungen können wir schon mal nicht durchsuchen. Es wird wahrscheinlich andere Möglichkeiten geben. Wir müssen das Passwort finden. Ezio kennt die Antwort. Bin schon dabei. Ist er tot. Unfassbar, dass wir hier festsitzen. Hier komme ich raus. Ich werde das schon finden ohne Strom. Ich brauche keinen Strom. Mal gucken, vielleicht hier. Hier war doch irgendwo an der Wand so eine komische Kritzelei. Alter, die Schritte sind auch ein bisschen laut, ne? Mal gucken. So. Was soll ich machen? Achso. Hey, vielleicht hat das hiermit zu tun. Ja, natürlich ganz clever, dass man das jetzt nicht mehr sieht. Dasselbe Symbol wie auf der Tür zum Gewölbe. 1419. 1420 und 21. Und wenn es keine Daten sind? 1419. 1420. Oh mein Gott! Was? Gott! Sprich dich aus! Ja, hallo, tue ich doch! Das Tetragramm. Die 72 Namen Gottes. Seht ihr? Sie werden in drei Versen überliefert. Exodus 19 bis 21. Und, das wird euch gefallen, werden die vier hebräischen Zeichen von Gottes Namen in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, ergeben ihre Zahlenwerte die Zahl der Namen. 72. Bist du dir da auch absolut sicher? Was meinst du, warum ich es laut sage, Rebecca? Hä? Aber das Beste kommt ja noch. Der Bau des Kolosseums begann im Jahr 72. Wir haben unser Passwort. Sean, hol den Van. Das ist die neue Zahl. Die Frage auf alle Antworten. Vergesst die Wattwarte 42 oder 43. Die 72 ist es nämlich. So schaut es aus. Also fahren wir jetzt ins Kolosseum. Alles klar. Déjà-vu. Schon klar. Gehen wir. Hey, 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 und was ist mit uns? Ihr könntet da unten einen Historiker brauchen. Das stimmt. Der Tunnel sollte unter das Kapitol führen. Wir suchen einen anderen Eingang. Vorsichtig, Desmond. Ich fahre. Schon klar, ich darf alleine gehen. Versuch, ich kenne dein Auto. Also fährt sie wahrscheinlich scheiße. Alles klar, wir müssen alleine uns einen Weg ins Innere bahnen. Dann tun wir das mal. Einfach. Im Moment wahrscheinlich eher hier rüber. Okay, dann dahin und dahin. Lucy, ich bin gleich beim Eingang. Okay, gut. Wenn du da unten Gladiatoren siehst, nimm die beide in die Hand. Du bist ja Scherzkeks. Ich kann das, was Ezio konnte. Die kriegen alle ein paar auf die Fresse. So schaut es nämlich aus. Ich brauche gar keine Waffen dafür. Ich entwaffne die einfach und dann läuft das schon. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Moment, da muss ich aufpassen. Da Strom, das ist böse. Böse, böse, böse Strom. Oh, guck mal. Ich kletter jetzt da hoch. Weil hier sind Täubchen gewesen, aber ich glaube... Oh, wobei. Ich werde wirklich den Apfel anfassen. Naja. Noch sind wir nicht so weit. Ich frage mich, ob er etwas ändert. Ob er die Lage zu unseren Gunsten verbessern kann. Das wird er sicher. Oh, da unten haben wir ein paar Kämpfe gesehen. Der Sicker-Effekt beginnt wieder. So, bin ich jetzt hier richtig? Nein. Hä? Also hier hoch. Aha. Okay, Alter, wie komme ich denn da hin? Was haben die denn hier gemacht, ey? Eine Karte der Tempel, hoffe ich. Der Abbruch wird sie uns einfach geben, oder wie? Ja? Oh, ist das Elvis da drüben? Vielleicht haben wir ja mal Glück. Sean hat wieder seine Clown-Kapseln gefrühstückt. Der hat wieder Sprüche auf Lager. Das ist ja unglaublich. So, hier rüber. Ich glaube, runter muss ich wahrscheinlich. Ich würde es mal fast vermuten. Aber wo jetzt hin? Ne, runter ist doch Quatsch, oder? Runter ist doch Quatsch. Aber wo dann hin?
Ach so, warte mal. Einfach hier wahrscheinlich lang. Das wird schon funktionieren. So. Und wird ein Schuh draus. Und weiter geht's. Hier muss ich runter. So. Dann weiß ich allerdings, muss ich jetzt... Eine Anlage. Da das ist das reinste Labyrinth. Oh ja. Im Hypogeum waren die Käfige der Gladiatoren und Apparate, die sie nach oben brachten. Die ganze Anlage, in der du gerade bist, befand sich unterhalb der Arena. Oh. Gut zu wissen. Soll ja ein extrem komplizierter Bau gewesen sein oder ist noch immer ein komplizierter Bau. So, was mache ich denn hier? Hier bin ich wahrscheinlich, bin ich hier richtig oder bin ich hier falsch? Muss ich in die andere Richtung? Moment, aber hier kann ich hoch. Alles klar. Nee, hier kann ich nicht hoch, aber hier kann ich hoch. Und dann geht's hier rüber. Und weiter, Desmond. Man spielt auch wieder ein bisschen mehr Desmond. Das hat man, oder zumindest im ersten Teil hat man den ja immer nur bei Abstergo gespielt. Ist das komisch? Heute ist der 10. Oktober. Und? Und? Wie viele Tage noch bis zum Start des Templer-Satelliten? Fuck. Ich glaube, ich kenne die Antwort. 72. Warum ist heute so wichtig? Wir holen doch nur den Apfel und gehen wieder. Ich glaube nicht. Auf der Tür kommt. Jemand will ganz sicher gehen, dass wir es kapieren. Ja, schätze auch. Ich denke mal, so einfach wird es nicht werden. So, Moment, wo... Achso, da muss ich lang. Ach, Mann. Jetzt wollte ich schon wieder sagen, ach, Ezio, aber du bist ja Desmond. Du machst genau so eine Faxen wie... du sollst hier und du sollst hier rüberspringen. So, geht doch. Und dann einfach... runter. So, langsam müsste ich aber mal da sein, ey. Ich meine... Okay, hier kenne ich mich wieder aus. Echt? Moment. Ich nicht. Ah, hier ist das Assassinenzeichen, also bin ich hier richtig. Ja, ist doch gut. Ich hab's so aktiviert. Was soll ich jetzt tun? Hier gibt's überall sowas. Guck mal, hier ist ein Knopf. Den kann ich drücken. Dann push ich den Knopf. Und ich drück auch den Knopf. Und dann öffnet sich eine Tür. Und sie schließt sich auch so gleich wieder. Fantastisch. Aber die suchen ja sowieso einen anderen Weg, von daher ist das auch nicht so das Problem. Wir widmen diesen Ort dem Nachruf auf unser Ende. Möge ihn der finden, der seiner würdig ist. Möge er ihn führen. Möge er seinen Weg vorzeichnen. Möge er die Welt retten, die wir hinterließen. Wer sind Sie? Gute Frage. Was ist los, Desmond? Nichts. Das war doch Minerva, ne? Ha. Aber warum ist Desmond so wichtig? Das ist die Frage, die sich da stellt. Warum komme ich überhaupt drüber gesprungen? Nee. Na, Hammer. Nee, da komme ich nicht hoch. Das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren. Warum ist gerade Desmond so wichtig? Warte mal, komme ich hier hoch? Ja, alles klar. Wie komme ich denn da rüber? Ohne Scheiß. Kann ich hier? Achso, ich kann hier langklettern, alles klar. Weil irgendwas muss ja an Desmond sein, dass es auf ihn halt zugeschnitten ist. Ja. Dass auch die Götter sozusagen durch Ezio zu ihm sprachen und nicht schon zu Altair. Am Anfang schrieben wir die Wahrheit auf Pergament, auf Stein, ins Gedächtnis der Menschen. Doch all dies war unbeständig, geläutert durch Feuer, geläutert durch Dürre, geläutert durch Flut. Die ganze Welt ist wieder unschuldig, unschuldig und unwissend. Da gibt es auch wieder Knöpfchen zu drücken. Da ist auch noch ein Knopf. Alles klar. Dann wird sich wahrscheinlich das hier wieder öffnen. Und wir können hindurchschreiten.
schon mal doll. Dass ihr einen Eingang habt, finde ich super. Ich habe nämlich jetzt hier irgendwie keinen. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Und vermutlich von hier komme ich auch weiter hoch. Ja. Ist es das schon? Ich bin mir nicht so sicher, aber ich denke schon. Ich komme. Na, dann machen wir mal die Tür auf. Das wurde auch Zeit. Wo sind wir hier? Santa Maria Aracoeli. Siehst du die Säulen entlang der Gänge? Sie stammen aus römischen Ruinen. Nun, angeblich wurde diese Kirche auf einem alten Tempel der Juno erbaut. Schöne Decke. Du magst die Decke, Mann. Was für eine tolle Reisebegleitung du bist. Du bist so ein Spacken, ey. Oh, Mann. Na dann. Lass uns mal weitergehen. Dann wollen wir mal. Wo muss ich denn überhaupt hin? Einfach mal hier kurz. Adlerauge, okay, sehen tue ich noch nicht. Moment, doch, da oben war doch was. Da ist doch was. Wohin jetzt? Da oben ist was. Ach, guck mal, wir sehen sogar hier so eine Szene aus der Vergangenheit. Ach ja, wir bleiben einfach hier unten, oder? Ja, ja. Und beten für irgendwas. Passt schon. Ich mach das mal alleine. So. Das Adlerauge ist doch ein super Hilfsmittel. Alles klar. Okay. Ja, nö, ist schon klar, ne? Kann ich von... Verdammt. Ah, ne, war sogar richtig, alles klar. Na, das kann ja nur... Wir schufen sie nicht, um weise zu sein. Und nun sind sie unsere letzte, vergebliche Hoffnung. Ihr seid sie. Nein! Oh, Desmond, du bist doch auch eine Pflaume. Das Potenzial zu verstehen. Doch zerstörtet die Instrumente. Oder setztet sie gegeneinander ein. Wir zerstörten, was wir konnten. Verbargen, was wir nicht konnten. Das trübt natürlich jetzt die Awesomeness. Aber da bin ich nicht schuld. Es ist Desmond schuld. Er hat zu viel mit Ezio rumgehangen. Einfach daneben springen, ey. Das ist total behindert. Warum? Man, ich verstehe es nicht. So, jetzt aber. Geht doch, ey. Wo muss ich jetzt hin? Daran? Oh, ich sehe jetzt schon. Komm. Ey, ohne Spaß. Willst du mich eigentlich verarschen? Wieso springst du denn dahin, du... Alter. Ist doch unglaublich. Ich drück doch einfach nur geradeaus. Warum springt der denn da seitlich vorbei? Ist der dumm oder so? Also sowas, das sind so, ja, unausgereifte Spielmechaniken, sage ich jetzt einfach mal. Das macht keinen Sinn, dass der daneben springt, ja. Dann muss ich die Scheiße zum dritten Mal machen. Weil Desmond einfach mal der Meinung ist, ach komm, wir springen nochmal vorbei, macht ja Spaß und so und überhaupt. Ich finde nicht, dass das Spaß macht, Desmond. Aber ganz und überhaupt gar nicht. Jetzt spring, verdammt nochmal. Alter! Ohne Scheiß, warum springt der Spasti daneben? Egal, ob es Ezio, Alter, ihr oder Desmond ist, die sind alle, das ist ja auch eigentlich eine dieselbe Person, die sind alle doof. Die haben doch alle echt einen Sockenschuss, ey, jetzt geh doch mal darüber. Alter, ich verstehe es nicht, warum springt er denn daneben? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Alter, ohne Scheiß, du... Mann. Warum? 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 Ach ja.
So, hier hin. Ich mache es jetzt mal langsam. Ich will nicht, dass ich hier runterfalle oder so. Immer schön Schritt für Schritt. Ich meine, das klappt ja schon mal relativ gut. Muss ich die Kamera vielleicht noch irgendwie anders ausrichten, dass Ezio das macht? Ach, jetzt geht's. Guck mal. Ach, Ezio. Warum soll ich denn Ezio? Desmond. Na, das kennen wir ja schon, das Spielchen. Hier geht was auf. Viele. Nicht alle. Und es bedarf nicht vieler, um die Welt zu vernichten. Hier ist es sicher. Auf ewig. Ein Ort für Dinge. Worte. Weisheit. Aber nicht Leben. Fast hatten wir die Mittel. Aber Zeit... Zeit zerfraß uns. Wir können sie vertreiben. Wir können sie durchschauen. Links ausweichen, wenn sie rechts schlägt. Mann. Der Arm ist entsetzlich lang. Ihre Ausdauer unendlich. Wir können nicht entkommen. Nicht ewig. Ich verstehe es nicht. Wieso, Alter? Wieso macht er das? Das ist, das macht noch nicht mal einen Sinn. Ich drücke genau geradeaus auf das andere Ding und trotzdem fällt der Spaß hier runter. Das nervt mich, ey. Das geht mir schon wieder auf die Eier. Ich meine, was soll das? Hier drücke ich ja auch noch wenigstens schräg, aber da drücke ich doch genau geradeaus. Er müsste nur springen. Einfach nur. Mann, jetzt mach doch mal weiter, ey. Spring jetzt da ran und weh, du machst jetzt noch einen Fehler, dann muss ich dich leider töten. Es tut mir fast leid, aber es ist dann nun mal so. So, jetzt soll er den Sprung schaffen. Muss ich, nee, hier muss ich nicht hin, okay. Also ich bin ja noch nicht davon überzeugt, dass er den Sprung schaffen wird. Aber er schafft's. Ich bin ja begeistert. So, hier hoch. Dann hier. Hier kommt's. Jetzt geht hier den Leiter runter, oder wie? Oh. Da komm hier runter. Öffnet sich etwas. Unterwegs. Voll die heftige Konstruktion, muss man sich mal vorstellen. Jemand würde das wirklich so in der Zeit gebaut haben. Was immer das ist, es funktioniert nicht. Wäre ein krasser Typ. Eine Sackgasse. Ach, Sackgasse, nicht für mich. Da bin ich nicht so... Okay, wo kommen wir jetzt hin? Ja, wenn du uns umbringen willst, Kumpel, musst du dich schon ein kleines bisschen mehr anstrengen. Hahaha, du bist ja ein lustiger Vogel. Wir sind da. Wo? Hier, ich verstehe. Falls Sean recht hat. Ich habe immer recht. Auch mit der Sackgasse? Habe ich nie gesagt, ein Missverständnis. Alles klar, wo muss ich denn hin? Darf ich hier rüber? Ich weiß es nicht. Was ist denn hier? Achso, hier geht es einfach nur runter. Okay, warte mal, ich gehe mal lieber hier außen. Achso, das ist nur Wasser, ne? Ja, man kann ja nie sicher genug sein. Da muss man mal aufpassen, nicht, dass da irgendwas passiert. Na dann. Sagen wir mal das Passwort. Glaubst du, es versteht Deutsch? Sag's einfach. Okay. 72. Scheint richtig zu sein. Hm. Nach dir. Ja, ja, ich gehe ja schon vor. Kein Problem. Okay. Alter, was ist denn? Da hat er den Apfel platziert. Der Apfel ist wohl in der Mitte.
Finden wir raus, wo diese Tempel sind. Okay, hier ist irgendwas. Wenn du alle betätigst, leitest du vielleicht Strom zur zentralen Plattform. Mhm. Oder du verwandelst den Raum in eine Untertasse, die mit uns allen davonfliegt. Überleg es dir. Ja, ja. Das wäre doch auch was. 100 Jahre könnte ich sprechen. Und ihr würdet uns nicht kennen. Ihr mit 5 Sinnen. Ihr mit 6. Einen verwirrten Leut. Zur Sicherheit. Jetzt könnt ihr nie wissen. Nur ahnen. Raten. Ihr könnt sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören. Wissen blieb euch verwehrt. Danach, als es um die Welt geschehen war, wollten wir es durch das Blut weitergeben. Euch so an uns binden. Ihr seht den blauen Schimmer. Ihr wisst die Worte, aber ihr wisst nicht. Ich hoffe mal, der Weg ist auch richtig. Wir hätten euch lassen sollen, wie ihr wart. Hättet ihr wohl. Habt ihr aber nicht. Okay. So ist die Kamera schon ganz gut eingestellt. Immer schön hinter mir bleiben. Wissen, so wie wir warten auf dich, Desmond. Du wirst kommen. Du wirst es aktivieren. Aber du weißt es erst, wenn es zu spät ist. Hast du das auch gehört? Was gehört, Desmond? Was? Was ist denn jetzt los? Wieso ist das alles wieder unten? Willst du mich verarschen? Hä? Was ist denn das jetzt für ein Bullshit? Ich komm mal. Warum geht das denn jetzt auf einmal runter? Hier gibt's auch. Moment. Die sind ja wieder eingefahren. Warum sind die eingefahren? Das macht doch gar keinen Sinn. Hä? Hallo? Warum zum Teufel sind die denn wieder eingefahren? Ich komme doch gar nicht mehr rauf. Geh mal hoch jetzt. Mann, ey, Desmond. Muss ich vielleicht wieder hier hin und irgendwas drücken? Okay. Okay, ich bin gerade maximum verwirrt. Ich weiß nicht, was das gerade soll. Ich meine, ich war doch da. Wieso ist das auf einmal weg, die Scheiße? Also macht überhaupt gar keinen Sinn, dass das weg ist. Ich bin da doch rangesprungen und dann weg. Das ist natürlich super. Wie soll ich denn dann in die Mitte kommen? Ich glaube, den Sprung von hier werde ich wohl eher weniger schaffen. Ach, warte mal. Auf der Seite ist noch so ein Ding draußen. Dann werde ich jetzt mal hier ranspringen und hoffen, dass das jetzt was wird. Jetzt kommen die erstmal wieder. Ach so, oder gibt es nur einer aktiviert, einer deaktiviert oder wie? War auch blöd. Egal. Trotzdem ist das ist doch bescheuert. Was soll das denn? Was soll das denn? Den Weg bin ich ja gerade auch schon gegangen. Laufen wir ihn nochmal. Oder jump und runnen wir ihn nochmal. So, ich muss mal kurz gucken, wo muss ich denn ran? Ist das nicht eigentlich wurscht? Nee, ich gehe jetzt an die andere. Ich geh jetzt hier ran, da. Okay, ja toll. Hammer. Jetzt komme ich wieder dahin. Okay. Super. Ah. Geschafft. Ich kann nicht glauben, dass wir endlich hier sind. Na dann, wollen wir mal zum Apfel. Und wo sind die Tempel? Soll ich danach fragen?
Oder daran denken oder so. Hast du die richtige Frage gestellt? Keine. Ich kenne das Symbol. Eine phrygische Mütze. Sie steht für Freiheit. Und da das Freimaurerauge. Die beiden kommen nur an einem Ort zusammen. Was ist los? Ich bin gelähmt. Deine DNA kommuniziert mit dem Apfel. Du hast ihn aktiviert. Na, wunderbar. Lass mich gehen. Am 72. Tag vor dem Moment des Erwachens. Du, Frucht unserer Lenden und der Lenden unserer Feinde. Das Ende und der Anfang, in der hassen und verehren. Nun beginnt die letzte Reise. Da ist eine, die dich durch das Tor begleiten wird. Du weißt nicht, wer sie ist. Das Kreuz verdunkelt den Horizont. Was soll das? Der Weg muss geöffnet werden. Du kannst deiner Rolle nicht entkommen. Es muss ausgeglichen sein. Okay. Bedeutet was genau? Hallo? Passiert jetzt auch was oder? Eher weniger. Oder müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten? Keine Ahnung, ob ich jetzt hier gerade was machen muss oder nicht. Oh verdammt, jetzt habe ich Pause gedrückt. Das wollte ich natürlich nicht. Warten wir mal ab. Wäre schön, wenn was passiert. Und vielleicht ein bisschen schneller. Müssen wir irgendeinen Knopf drücken, der mir nicht angezeigt wird? Das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Mir wird es ja eigentlich immer angezeigt, dass ich hier was drücken soll. Wenn ich es denn auch soll. Alter, was? Okay. Ach so, na toll. Woher soll ich denn wissen, dass ich hier den Stick drehen muss? Du weißt sehr wenig. Wir müssen dich führen. Aber wofür und warum? Und das ist man bei Menschen ja genau an der richtigen Stelle. Nein. Ach du Scheiße, wir töten sie. Oh, fuck. Es ist getan. Der Weg liegt nun vor dir. Nur sie muss noch gefunden werden. Erwecke den Sechsten. Geh. Allein. Wer ist der Sechste? Und warum musste sie unbedingt sterben? Das sind Fragen, auf die wir hoffentlich Antworten in Assassin's Creed Revelations bekommen oder erst in Assassin's Creed 3. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das Ende wirft definitiv mehr Fragen auf, als dass es welche beantwortet. Es wird alles immer kryptischer, es wird alles immer undurchsichtiger, immer abstrakter. Tja, was ist unser Schicksal? Wir müssen irgendetwas beenden, aber was, das ist die große Frage. Dieses Spiel auf jeden Fall hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch natürlich auch. Man merkt es dem Spiel zwar irgendwo schon an, dass es sehr kurz nach dem zweiten Teil erschienen ist. Nichtsdestotrotz ist das Spiel ziemlich cool gelungen, wie jedes Assassin's Creed-Spiel eigentlich. Er hat einen Schock. Er muss in die Maschine. Das ist deine einzige Chance. Der Animus hat das verursacht. Ich bin der Experte. Los jetzt! Nein. Alles klar, da sind andere Assassinen, die uns gefunden haben, anscheinend auch noch da. Tja, leider zu spät. Wie gesagt, das Spiel ist ziemlich, ziemlich cool. Es wird halt immer ein bisschen freakiger, die ganze Geschichte. Aber dennoch cool. Lucy ist tot, das heißt, sie wird uns im nächsten Spiel natürlich auch nicht mehr begleiten können. Schade eigentlich, aber naja. Zwischen denen hätte ja was laufen können, aber so ist das nun mal. Man kann sich das nicht aussuchen.
Aber hier ist Ubisoft wieder echt ein Kracherspiel gelungen. Ein paar Sachen finde ich überflüssig, zum Beispiel, dass man, ja, es ist ganz nett, dass man Sachen kaufen kann. Das ist eigentlich schon eine coole Geschichte, eine coole Sache. Was ich ein bisschen überflüssig ist, die ganze Stadt aufzubauen, macht natürlich schon seinen Sinn, so bekommt man mehr Geld. Es sind teilweise zu viele Nebenmissionen, das müsste nicht unbedingt sein. Cool finde ich, die eigene Gilde aufbauen, das ist eine geile Sache. Da haben sie auf jeden Fall was reingebracht in das Spiel, was sinnvoll war, was ich ganz cool finde. Ja, ansonsten einfach hammergeiles Spiel. Hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Mehr will ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Ich freue mich auf Assassin's Creed Revelations. Wieder mit Ezio Auditore da Firenze, mit mir, dem Cassio, und natürlich mit Desmond, Miles und hoffentlich auch mit euch. Damit verabschiede ich mich von euch, bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, wir sehen uns auch in Assassin's Creed Revelations oder in einem anderen Let's Play auf meinem Kanal. Bis dahin, haut rein und denkt immer dran, alles ist wahr, nichts ist erlaubt.